Ja, heute geht es um Marketingstrategien für Zeitarbeit als Unternehmen. Wie sieht es im nächsten Jahr aus? 2023 steht vor der Tür und wir müssen uns jetzt schon wappnen und brauchen gute Marketingstrategien. Und da habe ich heute einen Experten dabei. Ja, ich kenne Adrian. Adrian Haas ist heute hier zu Gast. Ich kenne Adrian jetzt schon seit dem Event bei Dirk Kräuter. Da haben wir in der Schlange gestanden zusammen und haben uns einfach mal ausgetauscht. Und seitdem haben wir uns nicht mehr aus den Augen verloren, tauschen uns regelmäßig aus. Und Adrian ist Experte für Marketingstrategien. Und deshalb freue ich mich riesig und sehr, dass du heute hier zu Gast bist, Adrian. Und freue mich auf die Themen, die du mit uns teilst. Und ich sage schon mal jetzt im Vorfeld, nehmt euch Zettel und Stift zur Hand, weil wenn Adrian was äußert, dann ist das auf jeden Fall zielführend wichtig und sollte man sich auf jeden Fall aufschreiben. So, Adrian, die Bühne. Deine Bühne. Herzlich willkommen im Podcast bei Liebe Zeitarbeit. Wusstest du, dass die richtig geilen internen Jobs in der Personaldienstleistung gar nicht ausgeschrieben werden? Wir von der TK Personalberatung öffnen dir die Türen zu den richtig Entscheidenden. Geh auf interne-jobs-zeitarbeit.de. Hallo lieber Daniel, ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier mit dir, kann man das sagen, on air zu sein. Ja, Und genau. dass wir uns mal austauschen können über die Marketingstrategien. Und ja, wie schon gesagt, dass wir haben uns auf einem Event kennengelernt. Und ich wollte nur mal sagen, das fand ich sehr sympathisch von dir. Du hast irgendwie mit mir in der Schlange gestanden, wir haben auf irgendwas gewartet und hast dich einfach umgedreht und hast gesagt, naja, jetzt können wir uns auch unterhalten, wenn wir schon beide warten. Und das war so der Eisbrecher. Also schätze ich sehr an dir, diese offene Art. Ich freue mich, heute hier zu sein. Ja, sehr schön. Und ich freue mich auf den Inhalt. Und da können Sie Hörer und die Zuschauer sich auch auf jeden Fall freuen, weil Marketingstrategien, das ist immer so ein, erstmal ist es ein Buzzword, Marketingstrategien, da kann alles und kann auch nichts sein. Und was ich an dir schätze, ist halt, dass du das Thema immer wirklich ganzheitlich, ist ein bisschen doofes Wort mittlerweile so geworden, aber du betrachtest das halt wirklich von vorne bis hinten und auch. Ja, dass es auch wirklich umsetzbar ist, weil viele Marketingstrategien irgendwann dann aufhören und nicht Erfolg haben, weil sie nicht bis zum Ende gedacht werden oder viel, viel eher hätten anfangen sollen mit den Vorbereitungen. Und ja, was gibt es denn überhaupt für Marketingziele in der Zeitarbeit? Hast du da, also klar, es gibt internen Mitarbeiter, es gibt die externen Mitarbeiter, die man gewinnen möchte, es gibt Kunden, die man gewinnen möchte. Aber ich glaube, du hast dich so ein bisschen heute auch fokussiert, die externen Mitarbeiter zu gewinnen, also die draußen den guten Job machen für uns als Richtig. Zeitarbeitnehmer. Genau. Ja, das ist ja erst die erste Frage, bevor wir über ganz konkrete Pläne und Umsetzungsmöglichkeiten, Strategien sprechen, muss man sich natürlich klar werden, welches Ziel möchte ich erreichen. Ja, also wie du schon gesagt hast, da eigentlich in der Zeitarbeit drei große Themen. Einmal externe Mitarbeiter, dann natürlich interne Mitarbeiter und natürlich auch Unternehmenskunden, ne? Und wir wissen natürlich alle, wie es gerade aussieht, dass es natürlich immer schwieriger wird, externe Mitarbeiter zu gewinnen. Und deswegen wollen wir uns das heute mal näher anschauen, was man da machen kann. Genau, ja, soll ich einfach mal so ein paar Gedanken loswerden, lieber Ja, Daniel? sehr, sehr gerne. Auch so deine Story würde mich auch interessieren. Wie bist du überhaupt dazu gekommen? Was hat dich so motiviert? Warum ist Marketing so dein Thema und gerade Strategie? Genau, ja, vielleicht gebe ich da ganz kurz einen Kontext und Hintergrund. Ja, zu mir, ich bin seit über 5 Jahren selbstständig mit meiner Marketingagentur, Etu heißt die. Und habe ja schon auch viel international gearbeitet, war mal eine Zeit lang im Silicon Valley unterwegs, dann habe ich mal ein halbes Jahr bei der Zentralbank von Malaysia als Unternehmensberater gearbeitet, ging es auch schon um Strategien und ja, seitdem dann wieder in Deutschland. Und das Thema Strategie fand ich deshalb immer so spannend, weil man von vorne bis hinten diesen ganzen Prozess durchdenken muss. Und das bringt mich auch gleich zu dem kleinen Framework, was ich heute mitgebracht habe, was ich deinen Zuhörern und Zuschauern gerne mitgeben möchte. Ich erlebe nämlich viel zu oft jeden Tag, wenn man selber Werbeanzeigen sieht, egal ob es auf Instagram ist, auf Facebook oder wo auch immer, dass oft irgendwie so ein Vehikel angepriesen wird im Sinne von mach LinkedIn-Werbung oder mach TikTok-Werbung oder mach Facebook-Werbung und dann wirst du erfolgreich. Und das greift in meinen Augen zu kurz. Ich habe nämlich schon oft erlebt, dass du zwei Kunden hast und beide machen exakt die gleichen Dinge. Die gleiche Plattform, ähnliche Inhalte, ähnlicher Aufbau. Der ganze Prozess ist gleich, aber bei dem einen funktioniert es und beim anderen nicht. So. Und da sieht man, es ist nicht die eine Plattform oder die andere, sondern es geht darum, wie man den ganzen Prozess von vorne bis hinten aufbaut. Ja. Und was ich den Zuhörern auch mitgeben möchte, ist ein kleines Framework, das man sich relativ einfach merken kann, wie ich finde. Wir haben also vier Phasen. Ja, das ist erstmal wichtig zu verstehen. Und
Es geht zwar um externe Mitarbeiter, aber eigentlich ist es egal, ob ich einen Kunden gewinnen möchte oder ob ich einen Mitarbeiter gewinnen möchte. Also die Prozesse sind viel ähnlicher, als man glaubt im digitalen Marketing. Wir haben am Ende Menschen, die wollen wir erreichen, wir wollen eine Bindung aufbauen, wir wollen, dass sie zu uns kommen am Ende des Tages. Und das ist egal, ob wir B2B, B2C sind, weil am Ende ist es irgendwie, ich sage mal gerne, H2H, Human to Human, Mensch zu Mensch. Das heißt, da gibt es viel mehr Ähnlichkeiten, als man manchmal glaubt. Genau, also die vier Phasen. Vielleicht zum Mitschreiben, aber wenn jetzt jemand im Auto sitzt, möchte ich keinen Verkehrsunfall verursachen. Aber einmal Reichweite am Anfang. Ich Ich schreibe erkläre auch gleich, mit, was ne? das Also bedeutet. ich Ne? bin Schreib jetzt gerne nicht mit, auch, ja. ja, Genau, Reichweite. also brauchen am Anfang Reichweite. Danach brauchen wir ein Instrument aus der Phase Vertrauen. Dann geht es um Vertragsabschluss und dann am Ende um die Bindung. Klingt soweit erstmal sehr, sehr simpel, aber ich möchte gleich mal aufzeigen, warum das extrem wichtig ist, dass wir aus allen Phasen mindestens mal ein Instrument haben. Ja, und am besten brauchen wir eigentlich auch noch eine Brücke zwischen den Phasen, aber da gehen wir dann mal gleich drauf ein. Genau. So, soll ich da mal ein bisschen Ja, näher Thema reingehen in das Reichweite, ne? Thema, Wie, ja? was meinst du genau mit Reichweite? Ist das so Genau. schon das, was ich gerade mache? Podcast, Sichtbarkeit, ist das schon mit Reichweite gemeint? Kann sein, je nachdem, wie viele Leute du eben erreichst. Ja? Also am Ende des Tages bei Reichweite geht es erstmal darum, dass wir ja, was erreichen wollen. Wir haben eine Botschaft und die muss natürlich an unsere Zielkunden erstmal rauskommen. Dann müssen wir uns erstmal die Frage stellen, wo finde ich denn meine Zielgruppe eigentlich? So. Und da gibt es natürlich große Unterschiede. Wenn ich also eine sehr große Gruppe von Leuten habe, also wenn ich, sag ich mal, ich mal als Daumenregel sagen, wenn meine Zielgruppe ab 50.000 Leuten ist, oder vielleicht 50.000 bis 100.000 mal Minimum, dann bin ich natürlich Richtung Social Media Werbung, also bezahlte Werbung, sehr, sehr gut aufgestellt. Ja, damit kann ich da besonders gut und vor allem kosteneffizient viele Leute erreichen. Ich sage immer so, es ist eigentlich in im digitalen Marketing nichts anderes als früher die Offline-Werbung, nur viel, viel effizienter. Ich kann ja theoretisch auch einen Flyer nehmen, den ausdrucken, also ausdrucken lassen, mich in die nächste Fußgängerzone stellen und ungefähr gucken, ob die Person so meiner Demografik entspricht und den Flyer in die Hand drücken. Kann ich auch machen, habe ich auch eine Reichweite. Ich erreiche dann auch über Nachmittag ein paar hundert Menschen. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass da meine Leute dabei sind, die ich brauche, ist erstens nicht so hoch und zweitens ist es ultra ineffizient. Ich habe extrem viel Streuverluste. Zeit, die ich brauche, ne? Genau, ich habe riesen Streuverluste. Und ich kann aber mit bezahlter Werbung, zum Beispiel auf Social Media, für wenig Geld Zehntausende oder Hunderttausende von Menschen erreichen. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass dieser eine von Tausend, den ich haben will, dabei ist, natürlich sehr, sehr groß. Da brauche ich auch gar keine Flyer für verteilen. Ja, also ich sage mal so, als Daumenregel zwischen 20 und 30 Euro gibst du aus, um 1.000 Menschen zu erreichen. Da kannst du also sehr, sehr einfach im Monat hunderttausende Menschen erreichen. Das kann ich mit Flyern gar nicht erreichen. Also für Flyer kann ich gar nicht drucken. Ist Ja, auch nicht umweltkonform, ne? da Genau. kriegen wir die nächsten Probleme, ja. Genau, hängt auch die ganze Logistik dann an. Genau, nee, aber Spaß beiseite. Grundsätzlich gibt es da natürlich auch drei Trends. Wir reden ja jetzt auch über 2023, was vor der Tür steht. Und was hier wichtig ist, es gibt so drei Trends, die man beobachtet. Ja, jetzt mal vereinfacht ausgedrückt. Das eine ist, Video schlägt Bild und Text. Das möchte ich mal mitgeben. Video schlägt Bild und Text. Also das bezieht sich natürlich auf unsere Werbung, aber auch schon über den ganzen Prozess grundsätzlich. Dann der zweite Trend ist, Hochformat schlägt Querformat. Ja, also bezieht sich natürlich dann auch jetzt primär auf Videos. Grafiken zwar auch, aber sagen wir primär Videos. Sehen wir natürlich ganz klar durch, ja, wenn man einmal die Augen offen hält, Instagram pusht Instagram Reels, dieses Hochformat, 9 zu 16 Format enorm. Ja, dann TikTok ist sowieso der Vorreiter da gewesen. Dann YouTube rollt Shorts aus, ja. Der eine oder andere war jetzt bestimmt auch an YouTube in den letzten Monaten und hat gesehen, dass das mittlerweile immer präsenter wird. Das wird immer mehr auch zur Startseite gemacht, ne? Also YouTube spielt auch hier mit rum und das wird eben auch gepusht. Und da sieht man einfach, dass der ganze Trend dahin geht. Also wer noch Videocontent produziert, und das sollte jeder machen, der sollte auch gleich schauen, dass er primär für Hochkant Formate entwickelt. Und dann der dritte Punkt ist, kurz schlägt lang. Ja, also es ist immer so, es kann uns gefallen oder nicht. Es ist leider so, dass die Aufmerksamkeitsspanne der Menschen im Internet gerade Richtung Goldfisch geht. Ja, kann man jetzt sich drüber streiten oder aufregen oder sagen, ah, die Jugend von heute hat keine Aufmerksamkeitsspanne mehr. Oder wie denn auch sei, aber am Ende ist es ein Fakt und da können wir nicht viel machen, außer dass wir uns zu nutzen und damit zu spielen.
Ja, genau. Also jetzt konkrete Tipps für Reichweite. Was wird nächstes Jahr wichtig? Wenn ich eine Prognose aufstellen würde, würde ich behaupten, dass spätestens in einem Jahr TikTok deutlich mehr Relevanz hat im Werbegeschäft als Instagram und Facebook. Also als jemand, der jeden Tag mit bezahlter Werbung zu tun hat über alle Kanäle, kann ich sagen, es fühlt sich gerade ein Stück weit so an, als wäre Facebook, also Meta nennen sie ja mittlerweile, wo auch Instagram ja dazugehört, ein Stück weit die Titanic. Ja? Also den Eisberg haben wir schon erwischt und es dauert nur langsam, bis das Wasser vorläuft. Man sieht also so einen Trend, dass das immer unschöner wird, das zu benutzen, um darauf Werbung zu schalten. Warum? Es wird immer teurer. Die Klickpreise explodieren in den letzten Jahren, kann man sagen. Ist auch keine Besserung in Sicht. Es gibt immer mehr Ärger durch das ganze Thema Conversion Tracking. Das heißt, es wird immer mit den Cookie-Thematik, Datenschutz immer schwieriger, damit was zu machen. Ja, ich könnte noch wahrscheinlich 20 Gründe weiter aufzählen. Es hilft jetzt auch nicht, dass Meta 11.000 Leute entlassen hat. Wahrscheinlich wird der Support jetzt noch weiter ausgedünnt. Also der Trend ist, dass immer mehr Werbetreibende ihre Budgets ihrer Kunden umziehen zu anderen Plattformen. Zum Beispiel, wenn man jetzt bei Social Media bleibt, zu TikTok als Beispiel. Ne? Das wäre so mein großer Tipp für nächstes Jahr, für 2023, dass man TikTok als Unternehmen auf jeden Fall ernst nehmen muss. Es sind nicht mehr die Teenager, die Tanzvideos Das wäre machen jetzt und die nächste Frage Lip-Sync. gewesen, Adrian, weil ich immer noch TikTok, da sehe ich die 17- bis 22-Jährigen irgendwie, die da ihre Videos hochladen. Das ist richtig, habe ich auch noch gedacht bis vor einigen Monaten. Ich habe es ja auch beobachtet, die letzten Jahre, wo es hingeht. Und es ist immer so, dass eine Plattform, wenn sie neu wächst, war über die letzten Jahre immer so gewesen, dann hast du so eine Early Adopter Gruppe und dann kommt das irgendwann im Mainstream an. Und an diesem Punkt sind wir mittlerweile, dass im Mainstream angekommen ist. Bei Instagram war es auch mal am Anfang so, dass es ja primär irgendwie auch für Fotografen mal war oder du hast bei verschiedenen Plattformen irgendeine gewisse Nutzergruppe. Auch allein Facebook war mal in den Anfängen, in den 2000ern, nur für Campusstudenten. Du hast in den ersten Tagen von Facebook auch irgendwie eine Uni-E-Mail-Adresse gebraucht, um dich registrieren zu können. Das ist mittlerweile ja auch nicht mehr so. Das heißt, es gibt dann immer so eine Early Adopter Gruppe und dann jetzt kommt es im Mainstream an. Und das ist jetzt auch bei TikTok der Fall. Ja, genau. Also tatsächlich würde ich gerne, weil mittlerweile würde ich sogar so sagen, dass TikTok, das ist ein bisschen jetzt kontrovers, diese Meinung, aber ich stehe da immer noch dahinter, immer mehr auch zur Konkurrenz zu Netflix wird. Netflix deshalb, weil der Kampf um unsere Aufmerksamkeit ganz stark ist. Also Attention ist die neue Währung, also Aufmerksamkeit ist die neue Währung. Und TikTok schafft es noch viel besser, oder besser in Anführungsstrichen, als Instagram und Facebook, die Leute auf ihrer App zu halten, auf ihrer Plattform zu halten, die Leute stundenlang an dieses Gerät zu binden. Am Ende des Tages geht es darum, welche Plattform kann die Leute am meisten süchtig machen. Das ist ethisch fragwürdig, ja, aber am Ende sind es leider die Plattformen, die die Leute am längsten auf der Plattform halten, die am meisten Geld verdienen langfristig, ja, weil sie natürlich viel mehr Werbeplätze verkaufen können. Ja, Da habe ich so so, ein bisschen, genau. Adrian, eine Frage dazu. TikTok, muss das denn immer, weil natürlich die Werbetreibenden jetzt jede Zeitarbeitsfirma liegt, aber ich kann doch nicht immer so geile Videos machen, die dann auf einmal viral gehen. Ich habe gar nicht die Ideen dafür. Ich glaube, das ist so ein bisschen so die Angst bei jedem, wenn er dort Postings macht, dass die einfach langweilig sind, nicht durch die Decke gehen. Ich habe nur 10 Herzchen da drauf statt zigtausend und so viele Views. Und dass ich da so gegen die anderen so abkacke, abstinke, irgendwie halt schlechteren Content produziere als die. Was kannst du denn da Ja. vielleicht, wie kannst du diese Angst mir nehmen und auch den Hörern und Zuschauern nehmen? Ja, das ist also ein guter Punkt, den du ansprichst. Ich kann mich da sehr gut hineinversetzen. Jetzt haben wir ein Unternehmen. Ja, da hat man vielleicht auch nicht unbegrenzt viele Mitarbeiter, die jetzt da Zeit haben, TikTok-Content zu produzieren. Das gilt aber übrigens ja nicht nur für TikTok, sondern auch für Instagram und alle anderen Social-Media-Plattformen. Grundsätzlich ist es so, dass wenn wir erstmal müssen wir unterscheiden zwischen bezahlter Werbung und zwischen, sag ich mal, organischem Content, nenne ich das jetzt mal. Also die Inhalte, die ich selber auf meinem Profil hochlade, ja, die ich jetzt nicht bewerbe, sondern die einfach da drauf sind, die erreichen ein paar Leute, meist überschaubar. Beim Thema bezahlte Werbung ist es fast noch einfacher, in Anführungsstrichen. Da brauche ich eigentlich nur ein Video produzieren und das dann bewerben über den Business Manager von TikTok und kann damit Zehntausende, Hunderttausende von Leuten eben erreichen. Das ist mal das eine. Da brauche ich nur ein Stück Video. Ja, da kann ich natürlich entweder selber ein aus der Firma nehmen, der bereit ist, vor die Kamera zu gehen. Alternativ gibt es mittlerweile auch so
ganze Plattformen, die sich nur auf diesen Content spezialisiert haben. Also da kann man für 100, 200 Euro sich Videos produzieren lassen. Speakly ist zum Beispiel eins, mit dem ich mal zu tun hatte. Kannst auch gerne die Links in die Videobeschreibung reinpacken, dann gebe ich dir das auch nochmal später durch. Da kann man wirklich auch für 100, 200 Euro eine Art Ausschreibung machen. Da hat man eine ganze Reihe von auch deutschsprachigen Creatoren, also hauptsächlich deutschsprachigen Creatoren, die sich dann quasi bewerben und dann kann man ein Briefing machen, was man braucht, und dann kann man einen auswählen, der am besten zu einem selber passt, und dann kriegt man ja 1 bis 3 Videos produziert, je nachdem, was man hat, was man auswählen möchte. Da braucht man also auch selber nicht vor die Kamera gehen, das ist schon mal gut. Mhm. Und das andere ist, ja, es muss nicht perfekt sein bei dem Content, aber ich möchte mal Folgendes sagen: Man sollte sich immer in die Position eines, sagen wir mal, Jobsuchenden hineinversetzen oder jemand, der offen ist, einen Job in der Zeitarbeitsfirma anzufangen. Wenn er jetzt diese Anzeige sieht, der denkt im ersten Moment erstmal, oh super, cool, die sind auf TikTok schon unterwegs. Zweitens, der guckt sich das Profil auch an und stellt dann fest, ist da überhaupt was drauf? Was ich ja möchte, ist, ich möchte mir ein Bild im Kopf zeichnen können. Ich möchte mir vorstellen können, wie ist es denn, wenn ich da arbeite? Ja, kann ich, wenn ich die Menschen angucke, habe ich das Gefühl, ja, die passen zu mir, sind die einigermaßen sympathisch? Das ist mal der erste Punkt. Der zweite ist natürlich auch, wenn jetzt als Beispiel mal deine Firma ja jetzt ein paar Inhalte schon drauf hat, auch wenn sie nicht perfekt sind, aber ich sehe, da gibt sich jemand Mühe und da ist ein bisschen was drauf, hat der direkt einen Stein im Brett im Vergleich zu einem Wettbewerber, der noch gar nichts gemacht hat, der noch gar nicht sichtbar ist. Also es geht nicht immer darum, ob man selber perfekt ist, sondern man muss einfach nur ein bisschen besser sein als die anderen. Ja, das ist auch so ein Punkt. Ja, ja gut. Genau. Ja, ansonsten, also Employer Branding wird eben immer wichtiger, dass es auch digital stattfindet, also eigentlich fast primär digital, kann man sagen. Ja, aber das ist der ganze Kennenlernprozess, der findet ja digital statt. Genau. Habe ich dich jetzt überfahren oder hast du noch? Nee, alles gut. Nee, das ist also dieses Speakly, da bin ich gerade schon dabei. Also das ist wirklich ein Tool, wo die 2, 3 Videos für dich erstellen. Genau, ja, kostet dann 100, 200 Euro oder sowas, ja, in den Dreh, also ist noch überschaubar und dann produzieren sie für dich Videos, ja. Coole Idee. Genau. Also da muss man, also das ist nämlich das größte Thema, wie du schon gesagt hast, ja, wer geht jetzt vor die Kamera, wer fängt den Strauß, wer ist nicht schnell genug bei 3 auf dem Baum gewesen und hat jetzt den Auftrag bekommen, ein Video zu machen. Ja, wer fällt jetzt unglücklich, ja. Ist auch nicht immer die beste Idee, das auf den Praktikanten zu schieben oder dem das aufzudrücken oder der Azubine oder so, aber naja, genau, weil da kann man sich immer mal umschauen, da gibt es also mehrere Möglichkeiten. Genau, also zusammengefasst, Thema Reichweite 2023, definitiv TikTok ernst nehmen. Es wird wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich wichtiger und relevanter sein in einem Jahr als Instagram und Facebook. Das ist jetzt meine Prognose, die ich mal aufstelle. Ja. Genau, dann die zweite Phase. Ja, wir haben jetzt Reichweite gehabt, danach kommt Vertrauen. So, jetzt müssen wir uns überlegen in diesem Prozess, wie können wir Vertrauen schaffen? Auch wieder hineinversetzt in unsere Zielgruppe. Jetzt ist jemand, der sagt, ja, ich bin bereit, meinen Job zu wechseln. Ja, ich finde das Thema Zeitarbeit interessant. Jetzt hat er in der Regel ja nicht nur jetzt deine Firma als Auswahl, sondern man sollte sich immer mal, also imaginär nach links gucken und nach rechts gucken. Da gibt es ja auch noch Wettbewerber, die neben einem stehen, die quasi um die gleiche Aufmerksamkeit oder um das gleiche Talent kämpfen. Ja? Wie kann ich besser Vertrauen aufbauen oder schneller oder intensiver Vertrauen aufbauen als meine Wettbewerber links und rechts? So, was kommt denn da rein? Als Brücke zu eben, ja, da kommen auch Social-Media-Inhalte rein und tatsächlich auch eine Webseite, so du weißt, was ich meine, ne? Also, ja. Nachdem, Oldschool. Oldschool, auch wenn das jetzt Oldschool klingt, die Leute gucken sich eine Webseite an, wenn die eben aussieht wie von 1998 und ich das Gefühl habe, hier kriege ich gleich ein Virus drauf, ist das kein guter erster Eindruck, ja? Genau, ja, also darum geht es auch. Wie ist Bewertung, wo fallen die auch da rein? Bewertung zum Beispiel von Google? Definitiv, das ist ein guter Punkt, den hätte ich jetzt tatsächlich als einen der nächsten Punkte genannt. Ja, also ich suche natürlich ich suche nach Angriffspunkten als Bewerber. Ja, wie kann ich mir ein Bild darüber machen, ob das jetzt ein guter Arbeitgeber ist oder nicht? Das ist ja auch ein großer Schritt. Menschen sind grundsätzlich so, dass sie ungerne die Ersten sind, die einen Pfad bestreiten. Ja, also die wenigsten von uns sind Pfadfinder, die meisten nehmen lieber eine ausgebaute Autobahn, als selber einen Pfad in den Wald zu schlagen. Ja? Das heißt, Leute orientieren sich gerne an anderen Leuten, die schon vor ihnen diesen Weg gegangen sind. Ja? Also Bewertung kommt da rein. Gerne, wenn man irgendwie Stimmen hat oder irgendwie vielleicht mal ein Video hat von Mitarbeitern, die berichten, wie es ihnen gefällt. Gut, da ist immer selten, dass man das 100% authentisch hinkriegt, wenn jetzt der Mitarbeiter aus der Buchhaltung jetzt eine Kamera ins Gesicht gehalten bekommt.
ist immer schwierig, da alles rauszuholen, aber grundsätzlich, also Referenzen, wie kann ich Vertrauen Bewertung, schaffen, ne? Genau. Testimonials, sagt man, glaube ich, bei uns. Ne? Genau, richtig. Der nächste Punkt, der auch noch mit reinkommt beim Thema Vertrauen, ist aber auch, wie ist der Prozess, die User Experience, wie man neudeutsch sagt. Die User Experience oder Candidate Experience, wenn man das so ausdrücken möchte. Mhm. Ja, meine Bewerber oder Applicant Experience. Das geht also los. Wenn ich jetzt auf eine Seite komme, ja, ich sehe jetzt immer mehr auch, sag ich mal, Landing Pages, also Webseiten, die hinter einer Werbeanzeige geschaltet werden, die super einfach mobil optimiert sind, wo ich mittlerweile durch interaktive Elemente, also als Beispiel Perspective Funnels ist so ein Tool, was wir gerne nutzen für sowas, ja, kann ich gerne mal empfehlen an dieser Stelle. Da kann ich super gute Bewerberseiten bauen, wo ich einmal kurz was vorstellen kann, aber wo ich dann auch ein Formular habe, was interaktiv ist, wo ich 2, 3 Fragen beantwortet bekomme vom Nutzer, wo ich einen sehr einfachen Prozess habe, wie gesagt, der auch vor allem mobil super gut funktioniert. Und da sehe ich auch viele Firmen, die oft zu sehr so, ich möchte es mal als Außenstehender sagen, nur so ein bisschen in ihrem eigenen Süppchen kochen und nur gucken, was ist jetzt für uns als Unternehmen am einfachsten. Ne? Da sagt man natürlich, ja, bitte lad das hoch und das hoch und dies und jenes und bring uns mal. Oftmals provoziert man auch mit Medienbruch dabei. Wenn dieser Prozess ein Desktop an sich braucht, aber die Nutzer sind so 98% mobil unterwegs, dann verliere ich schon die Hälfte der Leute. Natürlich kann ich jetzt sagen, ja, die Leute sollen sich mal ein bisschen anstrengen, wenn sie sich bei uns bewerben sollen. Ne? Klar, kann ich sagen, aber was ist, wenn ich damit 50% meiner Top-Talente verliere, weil die ins Wettbewerber gehen, der es einfach ein bisschen besser gemacht hat als ich? Das ist doch schade. Ja, das stimmt. Genau. Und dann natürlich Kommunikation ist ganz wichtig. Also wenn man sich bewirbt, nicht erst nach 3 Wochen antworten. Also da geht es natürlich auch um interne Prozesse. Schaffe ich das, intern abzubilden, wenn Bewerber über ein System reinkommt, dass ich einen Prozess habe, wo ich direkt innerhalb von am besten 48 Stunden die Person zurückrufe oder irgendwie eine Form von Kommunikationsaufnahme habe, ja. So. Auch ein guter Tipp, ne? Also ich habe immer Sache mal, mit jeder Stunde, die du später deinen Bewerber, dein Lead anrufst, umso unwahrscheinlicher wird es, dass er bei dir Mitarbeiter wird. Das absolut. Das ist eine Formel. Ich habe noch kein Diagramm dazu, aber jede Stunde kostet dich einfach Kandidaten. Genau, und das ist ja super schade. Also wenn ich gerade wirklich ein tolles Talent habe und das geht mir nur durch die Lappen, weil ich halt das intern nicht gebacken bekommen habe, jetzt mal zu deutsch gesagt, ja, den rechtzeitig anzurufen, ist super schade. Ja, genau. Ansonsten, da kann man natürlich noch das Spiel immer weiter treiben. Gibt es sonst noch irgendwelche Möglichkeiten, dass die Leute einen kennenlernen können, bevor die Leute eine Entscheidung treffen? Als Beispiel gibt es eine Möglichkeit, eine Online-Veranstaltung, kann man sich mal überlegen, ob das Sinn macht, so einen kurzen Vortrag, dass man die Firma irgendwie kennenlernt, wenn man das ein bisschen größer skalieren möchte, also wenn man jetzt über mal ein Dutzend Mitarbeiter pro Monat spricht, macht das irgendwann Sinn, so ein System zu haben? Oder ob es eine Möglichkeit gibt, die Leute mal einzuladen, ja, irgendwie, dass sie einen erstmal kennenlernen können. Also ähnlich, als würde ich verkaufen, da will ich ja auch nicht gleich direkt zum Close gehen oder so, sondern erstmal schauen, dass man die Leute erstmal reinschnuppern lässt. Hm. Ja. Ja, ansonsten beim dritten Punkt, Vertragsabschluss, da gibt es jetzt auch nicht so viel aus Marketing-Sicht zu betrachten. Das ist einfach wieder ein User-Experience-Thema. Ähnlich wie bei der Phase auch davor, funktioniert das alles zeitlich einwandfrei. Ja, kann ich hier vielleicht auch noch gucken, dass ich die Experience noch ein bisschen verbessere, dass ich ja einfach eine gute Erfahrung hier schaffe. Ne? Das lasse ich jetzt bewusst mal etwas vage, weil da jedes Unternehmen einen anderen Prozess hat. Aber auch hier ist wieder wichtig, dass das Ganze hier gut funktioniert. Vielleicht sogar irgendwie papierlos. Das ist jetzt zumindest bei mir persönlich so ein Thema. Ich arbeite lieber papierlos, wenn es so geht. Gibt es ein paar rechtliche Einschränkungen, weiß ich auch. Muss man mal gucken, was da möglich ist. Genau. Ja, dann, also jetzt haben wir 3 Phasen gehabt. Wir haben Reichweite gehabt, wir haben Vertrauen gehabt, wir haben Vertrag gehabt. Und der letzte Punkt ist Bindung. Hm. Ja. Mir ist wichtig, auch aus Marketing-Sicht, dass der Prozess nicht aufhört mit dem Vertragsabschluss. Es macht ja einen riesen Unterschied für uns ökonomisch, ob jetzt ein Mitarbeiter, den wir vermitteln können, nur 1 Jahr bei uns bleibt und dann wechselt oder ob er 10 Jahre bei uns bleibt. Die Akquisekosten, die ich habe, um diesen Mitarbeiter zu gewinnen, die sind ja immer gleich hoch. Aber der Hebel ist nicht hier irgendwie in der Werbung zu optimieren und hier ein bisschen was rauszuholen, hier noch 1-2% günstiger zu werden mit den Klickpreisen oder irgendwie so oder sowas. Das hat überhaupt gar keinen großen Impact. Der einzige Impact ist, wie lange bleiben die Leute bei mir? So, ja, ich meine Mitarbeiterbindung, ja, wie kriege ich das eben hin? Und da gehört auch wieder einerseits natürlich Employer Branding dazu, dass ich weiterhin dafür sorge, dass ich eine gute digitale Visitenkarte habe,
Warum ist das wichtig? Ich meine, jeder von uns ist gerne stolz auf einen Arbeitgeber. Und wenn die Freunde fragen, wo arbeitest denn du? Dann hat man noch viel lieber, dass man sagen kann, ah, hier, ich arbeite bei der Firma so und so, guck mal, kannst du dir mal auf Instagram folgen, ist cool, was die machen, oder kannst du dir auf TikTok folgen, super, gerne. Ne? Da ist man doch gerne auch dabei, Weiterempfehlungen auszusprechen. Ja, wenn man sich, wenn man ein bisschen stolz auf seinen Arbeitgeber ist, wenn man das Gefühl hat, die haben einen guten Außenauftritt und die sind natürlich insgesamt auch gut in dem, was sie tun, und man empfiehlt ja auch lieber weiter. Was möchte ich denn nicht haben als jemand, als Mitarbeiter? Ich möchte nicht haben, dass ich meinem besten Freund davon erzähle und der geht auf die Website und sagt, was seid denn ihr für ein Laden? Ja, wie sieht denn das bei euch aus? So seid sehr ihr über schön. 2000? So, eure Webseite sieht dann sowas von 2005 aus, ja. So ungefähr, ne? Das möchte man natürlich auch nicht haben. Also das darf man auch nicht unterschätzen, wie diese Wirkung ist, dass die Leute gerne über den Arbeitgeber sprechen, gerne auch Weiterempfehlungen aussprechen. Ja? Man darf auch nicht unterschätzen, wenn man jetzt irgendwie 100 Mitarbeiter hat, mal jetzt einfach als Hausnummer genannt, und ich habe 100 Social Media Konten bei meinen Mitarbeitern und die teilen auch mal gerne die Inhalte, die ich habe, weil sie das auch gut finden, dann habe ich natürlich einen riesen Multiplikator drin. Ich kann theoretisch 100 Mal das Netzwerk meiner Leute nutzen. Und das sind ja dann auch warme Kontakte, weil das ist ja schon, die haben ja schon ein Bindeglied zwischen mir und diesen neuen Kontakten, nämlich diesen Mitarbeiter. Ja. Also hier kann ich auch extrem viel machen und ich sollte das wirklich als Unternehmen ernst nehmen. Ja. Genau, und dann habe ich vielleicht noch einen Punkt zum Abschluss. Also ich hoffe, ich habe jetzt niemanden überfahren. Das war viel Inhalt, glaube ich, jetzt in kurzer Ja, alles Zeit. Gut. Ich habe viel mitgeschrieben, ja. Waren einige Dinge mir neu, einige Dinge hast du nochmal klar zur Sprache gebracht, die ich aber noch nie so klar formuliert bekommen habe. Also du hast einfach auch eine super Art, die Sachen auf den Punkt zu bringen, dass auch jeder die auch verstehen kann. Ich glaube, der andere denkt, ja, ist ja eigentlich so einfach, ne? Warum machen wir das nicht? Ja, danke für die Blumen. Ja, ich weiß, du hast natürlich, meine, deine Zuhörer sind auch alles Vollprofis. Ne? Das ist mir auch bewusst. Ich hoffe, dass ich hier den einen oder ich anderen. Ich habe die schon vorgebrieft, ne? Die sind schon warm. Ne? Das sind jetzt warme Kontakte. Und das Thema Social Media hatte ich jetzt auch die letzte Zeit auch schon ein bisschen angeteasert. Und natürlich auch durch die Gespräche mit dir habe ich ja auch, ich habe auch mal einen YouTube-Short gemacht, dass ich auch der Meinung bin, dass Netflix wirklich in Social Media da seine Konkurrenz sieht. Und was auch spannend war, dass der Social Media Gedanke eigentlich aus den Social Media Kanälen jetzt komplett verschwindet, weil wir uns einfach nur unterhalten wollen. Wir wollen eigentlich lustige Sachen, interessante Sachen sehen. Und da wissen wir, das ist nicht immer bei unserem Nachbarn oder bei unserem Freund oder sonstiges, sondern eher das Video, was der Freund teilt oder der Nachbar teilt. Du sprichst einen sehr, sehr guten Punkt an und da können wir vielleicht noch ein, zwei Minuten drüber reden, weil ich das sehr, sehr wertvoll halte. Ja. Eigentlich ist dieses Wort Social Media, muss man eigentlich mal drüber nachdenken, ob das im Jahr 2022, 2023 überhaupt noch diesen Namen verdient. Social Media ist eigentlich mal, wir kennen das ja alle noch, also jeder, der mal irgendwie auf, ich brauche jetzt gar nicht bis StudiVZ und MySpace zurückgehen, aber jeder, der mal ein Facebook-Konto hatte, in den Early Days, sag ich mal, in den Anfangstagen, der kannte das ja, man hat irgendwie gepostet, ach, damals, ne? Ja. Genau. Hat man gepostet, ach ja, ich bin heute bei, weiß ich, XY auf dem Konzert, war super hier, ne? Und dann hat das hier, haben die drei besten Freunde das irgendwie geliked und auch kommentiert. Das heißt, da haben wirklich noch die Freunde wirklich Beiträge geschrieben und haben da ihr Leben geteilt. Bei Instagram war es auch am Anfang noch so, da hat jeder irgendwie Fotos von sich reingestellt, zumindest mal Stories gemacht. Aber wer jetzt so die letzten, ich sag mal, 2 Jahre eigentlich, seit dem Aufkommen von TikTok, ja, das mal beobachtet hat, der sieht eine Veränderung. Der sieht nämlich die Veränderung hin auch zu diesen Kurzformaten. Und was hat sich denn da primär verändert? Also einmal bei Facebook ist bei mir eh schon so, ich habe gar keine Freunde-Sachen mehr drin. Vielleicht ab und zu verirrt sich nochmal einer, der noch im Kopf 2011 ist, der dann noch was postet. Aber es ist sehr, sehr selten geworden. Eigentlich sind das immer irgendwelche Gruppen oder Nachrichten oder Sport, was auch immer ich da drin habe. Ja? So, aber was wir sehen, wir jetzt bei Instagram pusht zum Beispiel mittlerweile Reels. Instagram, der Chef, hat selber vor ein, zwei Jahren gesagt, we are no longer a Photosharing-App. Das heißt, wir sind ein Video. Aber wen siehst du denn da bei den Reels, ne, bei diesen Kurzformaten, die eine Minute dauern? Ich sehe da nicht meine besten Freunde drin oder überhaupt jemanden von Menschen, die ich wirklich jemals live getroffen habe, sondern es sind dann irgendwelche Creator oder ja, große und kleine Creator, die da irgendwelche Inhalte hochladen. Ja, das heißt, das ist eigentlich immer mehr eine Art Entertainment. Warum nutzen wir das denn? Warum schauen wir das denn an? Ja, es ist Entertainment am Ende des Tages. Und da komme ich wieder zurück und schließe den Kreis der Netflix-Aussage von vorhin. Ob ich jetzt Netflix-Content produziere und den als Konsum, als Entertainment schaue
oder Instagram und TikTok-Inhalte hat am Ende eigentlich die gleiche Funktion für mich. Es geht um Entertainment und nicht abzulenken von der Realität. Das ist ja am Ende des Tages so. Ja. Und es geht wirklich in beiden Fällen um die Aufmerksamkeit. Der einzige Unterschied, das eine ist ein teures Filmstudio gewesen und das andere ist halt wirklich Creator Economy, sage ich mal, also offene Inhalte, die jeder teilen kann. Aber das ist gar nicht mehr so, dass es die Freunde sind. Ne? Also das ist diese große Veränderung, dieser großen Shift, den wir hinsehen zu, ja, es fließt zusammen zum Entertainment irgendwie. Ja. So kann man das Netflix sagen, ja, ne? Gar nicht gewinnen. Ne? Da sind ja so ein paar, die sich da Gedanken machen, wie sie so eine Produktion machen. Und dann die Millionen Creator da draußen, die durch Zufall lustigen Content erstellen oder wirklich bewusst oder Content verändern, noch ein Schleifchen dran machen, noch mal was draufsetzen oder so. Ja, da ist ja schon ein bisschen was in Bewegung. Ja, wenn du guckst, wie viel Geld Netflix ausgeben muss im Jahr, das sind ja hier Milliardenbeträge für Contentproduktion, versus Netflix, also versus TikTok, die haben eigentlich gar kein Budget mehr. Ich glaube, das ist mittlerweile komplett gestrichen. Die brauchen gar keine eigenen Inhalte mehr, ja. Und dann erreichen trotzdem viel mehr oder viel höhere Daily Active Users, ja, oder Zahlen. Ne? Das heißt, die Leute sind also immer viel mehr drauf und die bleiben auch viel, viel länger dann auf der Plattform. Mhm. Genau. Ansonsten, ich habe zum Abschluss nochmal jetzt für die Zahlenmenschen unter uns, ja, einen Gedanken, den ich hier mitgeben möchte. Ja, ich habe es eben schon mal kurz angesprochen. Es gibt eigentlich am Ende des Tages im Marketing, in meinen Augen, und es ist egal, ob ich jetzt Mitarbeiter gewinnen möchte oder ob ich Kunden generiere, es gibt eigentlich immer zwei Kennzahlen, die für mich wichtig sind. Die sind wichtiger als alle anderen. Und diese beiden Kennzahlen sind der Customer Lifetime Value, also der Kundenlebenswert oder in dem Fall Mitarbeiterlebenswert. Auf der anderen Seite Customer Acquisition Cost oder auch Kundenakquisekosten. Das sind die einzigen beiden Zahlen, die es am Ende des Tages geht. Ich gebe Geld aus, ich bezahle, sag ich mal, wenn du jetzt Instagram-Werbung machst oder TikTok-Werbung, ich zahle jetzt mal 500 oder mal 1000 Euro, um Mitarbeiter zu gewinnen. Was bringt der mir am Ende über die Lebenszeit? Und ich bin immer wieder überrascht, dass ich, egal über welche Branchen wir jetzt reden, immer wieder feststelle, dass die Minderheit an Unternehmen wirklich exakt sagen können aus der Hüfte, was ein Kunde wert ist. Das ist in meinen Augen im Controlling extrem wichtig, egal wie klein oder wie groß mein Unternehmen ist, dass ich jederzeit die Frage beantworten kann, ein Kunde oder ein gewonnener externer Mitarbeiter ist mir x Euro wert über seine Lebenszeit, über die Vertragsdauer von 15 oder 20 Jahren, wie auch immer, wie lange er bei mir auch immer sein mag. Und dass ich auf der anderen Seite sagen kann, was gebe ich denn im Marketing aus, um sagen zu können, was zahle ich denn für einen neuen gewonnenen Mitarbeiter? Adrian, Geschäftsidee, wir müssen eine Software entwickeln, die nur den CLV und den KAC oder wie wird CAC, das? CAC sagt man im Englischen, ja, CAC, Customer Acquisition Cost. Ja. Ich meine, eine gute Excel-Tabelle, die ich pflege, reicht eigentlich theoretisch auch schon. Ja gut, dann lass uns die vermarkten. Ja. Denn das ist über der Lead-Magnet. Um an diese Liste zu kommen, im Tausch gegen die E-Mail kriegst du, wie du deinen CLV und CAC ausrechnest. Müssen wir mal überlegen, aber gucken wir mal. Bleiben nächsten. Okay, pass auf, wir machen das. Okay, wir können das so, wir kriegen es sogar hin. Wir haben jetzt ein paar Tage Zeit, bis du diese Folge ausstrahlst. Bis dahin ist es fertig. Geil, cool. Ja, ja, das ist ein Lead-Magnet, Adrian. Okay, das ist einfach eine schlichte Excel-Tabelle. Da müssen wir aber die Adressen teilen. Da müssen wir die immer. Ihr kriegt das okay, wir können es auch über deine Seite machen. Ja. Okay, wir machen es hier über deinen Kanal, Daniel. Ja, alles gut. Schicke ich dir später durch. Ja, oder manchmal habe ich gute Ideen. Ja. Manchmal kommt so ein Blitz irgendwie so, ja. Dann klappen Synapsen. Ja. Aber vielleicht, um das Thema abzuschließen. Ja, wenn ich diese beiden Zahlen nicht kenne, führt das dazu, dass ich viel zu konservativ in meinem Marketing unterwegs bin. Wenn ich ja merke, ich gebe 1 Euro aus am Ende des Tages, ich sage mal, das ist mal visuell, metaphorisch, wie so ein Cola-Automat. Ich schmeiße 1 Euro rein und dann rappelt es in der Kiste und unten ein paar Tage später purzeln 3 Euro wieder raus. Wenn ich so einen Automaten habe, wie viel würde ich denn da oben reinstecken? Ja. Also viel ich kann im besten Fall, ja? So viel ich operativ handeln kann. Dann kannst du deinen Markt dominieren. Ja. Ne? Hat ja auch Dirk Kräuter da gesagt, ich weiß genau, was mir ein Kunde bringt und dann kann ich kurz bis davor, wenn ich genügend Liquidität habe, kann ich so viel investieren für die Akquise diesen Kunden, weil ich weiß, am Ende des Tages habe ich trotzdem 10, 100, richtig, 1000, ja. 2000 Euro halt Gewinn. Ne? Ja, wenn ich halt nur auf Bauchgefühl höre oder so, ja, wird schon passen. Also ich gehe dann mal irgendwie mal mit 100 Euro im Monat rein, da brauche ich gar nicht erst wirklich anfangen, sage ich mal. Ne? Also ich sage mal so, wenn dein Kunde, ja, x Euro wert ist, nimm ein Drittel davon und dann hast du mal so grob Pi mal Daumen deine Akquisekosten. Ja, im sehr, sehr konservativen Fall gerechnet. In allermeisten Fällen ist es sogar noch deutlich positiver, das Verhältnis. Ja, aber das mal so aus Faustregel. Also kennt eure Zahlen, wisst, was
ist mir ein Mitarbeiter wert, den ich gewonnen habe, und probiert zu quantifizieren, und was zahle ich im Marketing für ein? Und dann kann ich nämlich Vollgas geben, wenn ich die Zahlen kenne und bin immer noch richtig gut unterwegs. Genau. Super. Ja, mega, prima. Mega. Bindung, würde ich vielleicht, fällt mir noch ein, ein gutes Onboarding zu haben, ja, mit E-Mail-Marketing den Mitarbeiter weiter zu bespielen, zu fragen, wie geht's dir, also dieses generelle Pflegen, ja, dass diese Customer Journey einfach nie aufhört und dass man immer wieder überlegt, wie kann es meinem Mitarbeiter noch besser gehen, und das sind einfach die Mitarbeiter, die ich nicht verliere, muss ich hintenrum nicht wieder neu akquirieren, ist einfach auch so ein, klingt einfach und banal, ist aber wirklich ein sehr, sehr guter Tipp. Ja, das ist ja am Ende auch ähnlich, vielleicht, wenn man da zum Abschluss mal sagen kann, ist ja ähnlich wie in der Beziehung, ja, die ich mit meiner Frau habe, als Beispiel. Ja. Wenn ich dann nur am Anfang vor der Hochzeit nett zu ihr bin und danach gar nicht mehr, dann hält das auch nicht ewig. Ja. Ich muss also quasi immer mal wieder neu gewinnen, ja, die Partnerin in dem Fall. Ja. Das Richtig. Heißt, als Arbeitgeber darf man sich auch nochmal Mühe geben. Ja, ich weiß, das ist jetzt vielleicht neues Menschenbild für manche, aber auch nochmal hinterher, nochmal auch nach dem Vertragsabschluss mal Mühe geben, dass man die Leute behält, dass man die bindet. Ja, das manchmal reicht eine Kiste Wein, weiß ich nicht. Das ist bei jedem auch was anderes, aber Mühe geben, Wertschätzung zahlen. Ich glaube, das ist wichtiger denn je. Sehr, sehr gut. Adrian, meine Gäste haben immer das letzte Wort. Und das möchte ich natürlich auch dir geben. Wie kann man dich erreichen? Wie kann man mit dir in Kontakt treten? Wie kriegen wir es hin, diese Liste da zu machen? Da haue ich gleich nochmal meine Handynummer raus, schicke mir dann einfach eine WhatsApp und ich leite das dann auch an Adrian weiter. Aber wie können die Leute mit dir auch in Kontakt treten? Gerne. Sag ja, gerne. Also gerne über meine Webseite adrian-haas.de/Zeitarbeit. Die Seite gibt es da noch nicht, aber bis du es rausgespielt hast, kann ich da gerne was machen. Dann kann ich das da auch nochmal reinpacken und du auch nochmal. Ja. Und wir einigen uns dann mit den E-Mail gerne, dass ihr bei uns beiden dann vielleicht im Verteiler seid. Und da können wir einmal die Excel-Tabelle reinmachen und dann gucke ich mal, ob ich da euch sonst das ein oder andere Bonusgeschenk hinterlasse, was ihr euch runterladen könnt. Also adrian-haas.de/Zeitarbeit. Ja, freue ich mich, wenn ihr mal vorbeischaut. Wir werden es verlinken. Vielen Dank, Adrian. Ich habe, glaube ich, werden jetzt die Hörer und Zuschauer sagen, habe ich nicht zu viel versprochen. Ich habe eine Menge mitgeschrieben und das so viel habe ich noch nie bei einem Podcast mitgeschrieben. Und mit Wonne, und es hat mir Spaß gemacht und eine Freude, und da war eine Menge dabei. Und ich habe null das Gefühl gehabt, dass du mir was verkaufen solltest, sondern einfach nur dein Wissen teilen, und das ist wichtig. Und dafür vielen, vielen Dank. Sehr gerne. Mich kannst um 3 Uhr nachts wecken und ich freue mich da immer drüber, über das Thema zu sprechen. Also vielen Dank nochmal für die Einladung, lieber Daniel. Ja, sehr gerne. So, bereit für Zeitarbeit. Wir hören und sehen uns im nächsten Podcast und abonnieren nicht vergessen. Bis bald. Ciao.